Achso, jetzt kann ich auch die Maske abziehen gerade für das. Siehst du einen Ausschlag auf dem Pegel? Hervorragend. So, es hat angefangen zu regnen. Hier neben mir steht tatsächlich ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Und zwar ein S-Klasse-Modell, was schon für das Level 3 autonome Fahren vorbereitet ist. Und das geeignete oder das geübte Auge erkennt das an ein paar sehr besonderen Punkten. Und zwar haben wir da zum einen hier vorne ist das normale Radarsystem, aber hier vorne ist jetzt auch der LiDAR mit drinnen. Also hier ein Lasersystem, was zusätzlich nochmal mit dem Radarsystem und den Kameras eingebaut. Also ihr habt quasi drei Systeme, die nach vorne gucken und habt damit eine redundante Ausführung, damit ihr auch wirklich in der Lage seid, Level 3 dann ab Mitte nächstes Jahr zu fahren mit der S-Klasse. Wir gehen mal rum. Es gibt nämlich noch drei verschiedene Punkte, wo man es auch erkennen kann. Und zwar haben wir hier oben so einen kleinen Hubbel drin. Das ist ein Differenz-GPS. Also das ist also einfach nochmal dafür da, dass man dann quasi das normale GPS-System, also auf dem GPS sagt man, auf dem iPhone habt ihr eine Genauigkeit von 1 Meter bis 10 Meter im schlechtesten Fall. Das ist für autonomes Fahren ist das eindeutig zu wenig. Da wollt ihr eigentlich ziemlich genau auf den Zentimeter wissen, wo ihr gerade seid. Das ist übrigens auch noch eine nette Anekdote, die mir der Entwickler hier gerade erzählt hat. Bei der Entwicklung von dem System hat man gesagt, okay, jetzt haben wir so ein genaues GPS-System, aber was ist mit dem Kontinentaldrift? Ne? Ihr wisst, unsere Erdplatten, die verschieben sich bis zu 10 cm im Jahr. Das heißt, in fünf Jahren habt ihr je nachdem auf einmal eine Verschiebung von 50 cm drin. Das muss berücksichtigt werden. Dann, hier hinten sieht man das übrigens auch noch, der nächste Punkt, hier hinten die kleine Kamera. Habe ich mich auch schon sehr davor gestanden gefragt, wofür braucht man jetzt bei Level 3 nochmal eine Kamera nach hinten? Und die Antwort war auch relativ einleuchtend. Und zwar ist es so, ihr steht im Stau, der Wagen fährt auf Level 3 und von hinten kommt eine Polizei oder eine Feuerwehr oder ein Krankenwagen an. Dann wird das zum einen zwar auch über die Mikrofone im Innenraum detektiert, aber auch nochmal das, ja, wie heißt das, Blaulichtfunkeln über die Kamera. Und in dem Moment, wo dann so ein Einsatzwagen kommt, sagt er, Achtung, Fahrer, da hinten kommt eine Situation, du musst wieder die Verantwortung übernehmen und dafür ist hier hinten die Kamera. Eine Sache, die ist ein bisschen versteckt und das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir heute keine Demo hier haben. Das sieht man jetzt gar nicht so. Ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben. Hier vorne im Radkasten, da ist ein Gischtsensor drin. Also im Prinzip ein Mikrofon, was erkennt, wenn die Straße nass ist. Und der Hintergrund ist da, bei Level 3 darf halt echt wenig schief gehen und wenn ihr jetzt eine nasse Fahrbahn habt, dann habt ihr Reflexionen im Radar, da habt ihr Reflexionen in der Kamera und da wird dann einfach gesagt, je nachdem, Moment, das ist uns zu heikel, bei dieser Art von Regen und bei dieser nassen Boden, da gibt es erstmal keine Level 3, da muss man auch schön selber fahren. Wenn wir gerade mal reingucken, oh nein, sie ist abgeschlossen. Vielleicht finden wir noch den Schlüssel. Ansonsten ist es nicht weiter schlimm. Vielleicht sieht man das hier gerade sowas. Ich nehme mal gerade die Kamera und guck mal drauf. Ja, das sieht man doch. Ihr seht hier vorne einmal über den Lenkrad im Prinzip die Ansicht von dem Lenkrad. Das ist dieses ja leicht türkisfarbene Licht. Das ist quasi der Hinweis, dass der Wagen jetzt in Level 3 unterwegs wäre. Und ansonsten habt ihr am Lenkrad selber auch noch mal zwei Knöpfe, wo ihr quasi einstellen könnt, dass der Wagen jetzt auf Level 3 fahren soll. Und dann überprüft der Wagen, ist die Situation gegeben. Wie gesagt, ein kleiner Sneak Peek eigentlich, nur weil das System erst ab Mitte nächsten Jahres dann wirklich auf der Straße zu haben sein wird. Ab dann ist es auch erst tatsächlich bestellbar. Und ich wette, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal ausführlich drüber reden, wenn das soweit ist. Finde ich tatsächlich ganz charmant, dass man bei Mercedes sagt, okay, bestellbar ist es erst, wenn es auch erlaubt ist auf der Straße. Das haben wir bei anderen Herstellern schon anders gesehen. Ich nenne jetzt keine Namen und ja, wie gesagt, ganz, ganz kurz das Sneak Peek auf das Level 3 in der S-Klasse und es gibt hier noch sehr, sehr viel mehr zu sehen. Danke. Ja, jetzt hat es mit dem LiDAR.